ich habe mich entschieden, heute mal ein Bemaltutorial zu machen. Ich habe für meine Harlekin und für meine Elder ein Farbschema mit Planeten vor Galaxiehintergrund vor einiger Zeit begonnen und bin jetzt am Spieltisch schon öfters gefragt worden, wie ich das denn mache. Also habe ich mich entschieden, jetzt hier mal zu zeigen, wie das geht, beziehungsweise wie ich zu diesem Ergebnis komme. Es geht mir hier nicht unbedingt darum, das allerbeste mögliche Ergebnis zu erreichen, sondern schnell zu einem ordentlichen Ergebnis zu kommen. Aktuell bereite ich die Liste gerade für ein Turnier vor, deswegen brauche ich unbedingt noch einen dritten Hemlock Wraithfighter und genau den stelle ich jetzt im Tutorial her. In diesem Sinne, viel Spaß beim Zuschauen und vielleicht beim Nachmachen. So, ich möchte heute mal zeigen, wie ich zu diesem Ergebnis komme mit dem Galaxieschema für meine Elder-Harlekine. In dem Fall sind das jetzt hier Hemlock Wraithfighter und ich möchte mal zeigen, wie ich die Planeten mache und dieses Galaxieschema im Hintergrund und dann auch die entsprechenden Rautenmuster. Deswegen werde ich heute, diesen ehemaligen Crimson Hunter, glaube ich heißen die, in dem entsprechenden Schema zu einem Hemlock Wraithfighter mit diesem Muster bemalen. Okay, als ersten Schritt möchte ich mit der Base beginnen. Was wir sehen ist, dass ich hier ein Straßenthema gewählt habe. Da möchte ich jetzt mal zeigen, wie ich das herstelle. Zur Vorbereitung habe ich die Base schon mal beklebt, das ist die ganz normale Fliegerbase. Und dann habe ich hier oben drauf mit Korkplatten, also mit dickem Kork und dünnem Kork, das sind so diese ganz normalen, die man aus dem Baumarkt bekommt, ganz normale Korkplatten. Die habe ich aufgeklebt und als oberste Schicht ganz oben drauf für den Straßenbelag darzustellen, habe ich ganz normales Schmirgelpapier aufgeklebt. Das ist jetzt hier in dem Fall ein 60er. Wichtig ist an der Stelle, dass man das Schmirgelpapier holt, was Papier ist und nicht Textil, weil das lässt sich schlecht reißen. So, ansonsten noch ein kleines bisschen Sand an die Ränder mit Sekundenkleber festgeklebt und das Ganze schwarz grundiert. Und jetzt zeige ich, wie man das hier in das hier verwandelt. So, dann erster Schritt ist in der Airbrush-Kabine. Ich werde anfangen mit einer Grauschicht. Das erste, was ich benutze, ist Sombre Grey von Game Air. Dann werde ich nachher einen Drybrush machen mit Administratum Grey und am Schluss kommen die Markierungen mit Gold Yellow drauf. Also man sieht schon, mit nur drei Arbeitsschritten, das wird jetzt alles relativ schnell gehen. Dann fangen wir mal an mit der Grundierung in Grau. Zwei Bases her. Einem von meinen anderen Fightern fehlt noch die Base, deswegen gleich zwei auf einmal. Das Grau verteile ich so, dass es flächendeckend ist, aber schon durchaus so, dass es an den Rändern ein bisschen heller ist. Das ist nachher nicht super auffällig, aber gibt so ein bisschen einen Lichtschatteneffekt. So, das war schon der Schritt mit dem ersten Grau. Jetzt geht es weiter mit dem Drybrush. In dem Fall jetzt hier mit Administratum Grey. Ich habe dazu einen relativ großen Borstenpinsel und mache mir meine Farbe hier auf so ein CD-Rolling. Schauen wir mal, wie wir damit weiterkommen. Wenig Farbe drin haben und dann einfach großflächig Ecken und Kanten hervorheben. Das sieht jetzt im ersten Moment ein bisschen zu extrem aus, aber wenn das nachher auf der Platte steht, dann geht das völlig in Ordnung. Man kann auch von weitem noch die Definition von den einzelnen Teilen, also jetzt Sand und Asphaltoberfläche und so weiter, gut erkennen. Wie gesagt, da kommt es jetzt nicht auf Genauigkeit an. Da geht es wirklich nur darum, so ein bisschen die Ecken hochzuheben, ein paar Highlights zu bekommen. Wenn man das jetzt hier so wie ich mache, dass man den aufgebrochenen Asphalt hat, dann bilden sich da jede Menge Kanten. Und hier an der Stelle kommt das gut, wenn man die Kanten dann auch entsprechend akzentuiert. Vom Grundgedanken her versuche ich immer ein bisschen im Kopf zu behalten, dass das Licht von oben kommt in dem Fall. Das heißt also, dass ganz klar die Kanten oben deutlich heller sind als die Kanten unten zum Beispiel. Selbes Prinzip,
Ich mache das immer so, dass ich am Anfang ein bisschen leichter drücke, also nicht so viel Druck ausübe, um zu sehen, wie die Farbe aus dem Pinsel geht, damit das nachher nicht zu extrem ist. Und je leerer sozusagen der Pinsel wird, also je weniger Farbe noch in den Borsten ist, desto fester drücke ich auf, um dann exakt gleichmäßig den Highlight-Effekt zu bekommen. So, das soll genügen. Damit sind die Highlights gesetzt und jetzt gehen wir im nächsten Schritt an die Markierung. So, um die Markierungen zu machen, benutze ich Gold Yellow, auch wieder von Game Air. Und ich benutze dazu Schablonen. Die sehen so aus. Um das mal kurz zu zeigen. Ich habe hier also praktisch einen etwas festeren Karton und daraus ausgeschnitten solche Buchstaben- und Zahlenkombinationen oder solche Straßenmarkierungsstriche und so weiter. Hier ist auch mal ein Pfeil dabei. Die habe ich mit einem Schneideplotter gemacht. Das ist so ein Werkzeug, das ganz interessant ist, wenn man viel mit Schablonen arbeiten möchte, also fürs Airbrushen auf jeden Fall. Ich gehe nachher nochmal genauer auf den Schneideplotter ein, wenn es um die Karos auf den Harlequin-Modellen geht. So, und jetzt einfach ein bisschen Gelb hier rein. Das nehme ich gerade so, wie es aus der Flasche kommt, damit es nachher halbwegs deckt. Trotzdem gibt das Golden Yellow, weil es nicht ganz so hell ist, einen schönen verwaschenen Effekt nachher. So, jetzt überlege ich mir eine ungefähre Richtung, in der die Muster verlaufen sollen. Dann beginnen wir mal mit einer sozusagen Straßenoberfläche hier. Das halte ich einfach mit der Hand fest und schaue, dass ich hier meine ersten Markierungen drauf bekomme. Schon haben wir unsere Markierungen drauf und das war's für die Base-Gestaltung. Das letzte, was jetzt noch kommt, ist, dass die Acrylglashalter, die ich vorher natürlich noch nicht montiert habe, hier eingebaut werden entsprechend und damit ist die Flugbase dann fertig. Das letzte, was auf jeden Fall noch zu machen ist, ist, dass dieser Rand noch mit Schwarz nachgemalt wird. Das gibt dem Ganzen einen viel saubereren Look. Um den Galaxie-Effekt hinzubekommen, brauche ich ein paar Farben, wie man sich so eine Aufnahme von einem Hubble-Teleskop oder sowas vorstellt. Ich benutze da ganz verschiedene. Also das erste, was ich jetzt hier mal habe, wäre Hex Legion von Game Color. Dann habe ich einen Red Surface Primer, auch wieder von Vallejo. Ich hätte jetzt hier Imperial Blue von Game Air. Ein bisschen Weiß brauchen wir auch für den Kontrast. Das ist jetzt hier Dead White, auch Game Air. Und Golden Yellow für ein paar Gelbeffekte, ein schönes Blau noch mit Magic Blue. Und das weiß ich noch nicht genau, wie es benutzt. Das wäre jetzt hier ein Turquoise von Model Color. Aus der Kombination fange ich jetzt an, auf der Oberfläche mal ein bisschen einen Hintergrund zu gestalten. Bei dem Rot habe ich mich entschieden, ein kleines bisschen Effekt reinzubringen, indem ich mit einem trockenen Küchenpapier einfach die nasse Farbe wegtupfe. Dann kriegt das so einen Nebeleffekt. Thank you.
und für den letzten Schritt nehme ich auch wieder Dead White von Game Air. Diesmal mache ich mir das aber ein bisschen auf die Palette. Jetzt hier an der Stelle ganz gut, wenn man etwas flüssigeres Weiß hat. Und benutze jetzt einen Boston Pinsel, in dem Fall ist das ein Dry Brush. Den tunke ich praktisch in die Farbe, also fülle den vorne in den Spitzen mit der feuchten Farbe und nehme jetzt die Airbrush und puste einfach nur Luft durch, um praktisch ein Sprenkelmuster auf die Oberfläche von dem Flieger zu bekommen. So, das nächste, was ich brauche, sind Schablonen für die Planeten drauf zu machen. Ich benutze jetzt hier in meinem Fall so einen Maskierfilm, das ist so eine selbstklebende Folie und da schneide ich mir die Muster, die ich maskieren will, gleich mit dem Schneideplotter raus. Damit man das in den Schneideplotter einziehen kann, gibt es so eine selbstklebende Matte hier und da wird das dann aufgeklebt und dann kann man die Muster platzieren. Ich zeige gleich mal, wie das aussieht, wenn es fertig ist. Jetzt heißt es, die Schablonen entsprechend anzubringen und die Planeten zu platzieren. Also ich will auf jeden Fall auf dem Flügel hier außen einen großen Planeten haben. Das heißt, ich nehme jetzt hier eine von meinen Schablonen. Hab dann hier einen schönen runden Kreis, den ich mir platzieren kann. Ich platziere mir den jetzt hier so am Rand. Der darf ruhig ein bisschen über die Kante gehen, dann ist der Planet halt nicht ganz drauf. So, und mit diesem Rand arbeite ich jetzt weiter, weil ich muss mir das ein bisschen großflächiger markieren, damit ich beim Airbrushen nachher nichts bemale, was ich nicht bemalen möchte. Um genau das zu machen, nehme ich mir ein Klebebandstreifchen und mein Maskiermaterial für die Fläche ist schlicht und ergreifend Küchenrolle. Da nehme ich mir ein Stück und zum Beispiel jetzt hier in der Ecke klebe ich mir für die Fläche ein Stückchen hier auf, so dass das, ich weiß nicht, ob man das hier jetzt vernünftig erkennen kann auf der Kamera, aber hier am Rand, wo praktisch der Planet aufhört, das zu erkennen ist wahrscheinlich eher nicht, da wo der Planet aufhört praktisch, da klebe ich jetzt mein Klebeband auf, um den Farbnebel aufzufangen, der aus der Airbrush kommt. So, ich mache das jetzt mal eben fertig und dann zeige ich gleich, wie man so einen Planeten malt. Die unterliegende Schicht soll blau sein. Ich nehme hier ein ganz helles Blau, Electric Blue in dem Fall. Das versuche ich deckend aufzutragen und dann kommt obendrauf, zeige ich gleich, einen Farbeffekt, in meinem Fall mit Hot Orange, auch von Game Air. Um den Planeten nachher plastisch ausschauen zu lassen, brauche ich eine helle Seite und eine dunkle Seite. Die helle Seite mache ich mit Dead White und die dunkle Seite einfach mit Schwarz, auch beides wieder Game Air. So, das ist jetzt die Planetenoberfläche. Das lasse ich kurz trocknen und dann gehe ich mit Rot drauf, um einen Farbeffekt drauf zu bekommen. Am Schluss machen wir das Ganze plastisch. Um meinen Farbeffekt zu machen, brauche ich gleich so einen kleinen Bollen Küchenpapier. Ich versuche jetzt die Farbe aufzutragen und dann, solange die noch nass ist, mit dem Tupfer sozusagen die Farbe gleich wieder abzutupfen. Gut. So, das sollte schon genügen. Und damit hat unser Planet eine Oberfläche. Jetzt mache ich mal einen Licht- und Schatteneffekt. Damit das alles nachher auf dem gesamten Flieger einigermaßen einheitlich aussieht, stelle ich mir immer vor, es gibt eine Lichtquelle. Die ist jetzt in meinem Fall hier oben in der Mitte. Das heißt, es wird an der Seite wird es hell sein und an der unteren Seite sieht man noch ein kleines Stückchen dann von dem Schatten. Ich habe jetzt Weiß in der Airbrush. Das heißt, ich gehe jetzt ganz sachte hin und versuche mir an die obere Kante einen kleinen weißen Schimmer hinzubekommen. So, das soll schon genügen. Und dann nehme ich jetzt Schwarz und mache mir unten einen Schatten. Jetzt der schwarze Schatten.
So, jetzt also einigermaßen gegenüber von dieser Ecke, von dieser Rundung, die jetzt hell ist, unten im Eck ein kleines bisschen in Schatten reinzulegen. So, ich glaube, das reicht schon. Dann nehmen wir die Maske mal ab und schauen mal, was wir gemalt haben als Planet. Hält sich gut fest. So. Und so sieht unser erster Planet aus. Und das setze ich jetzt fort und mache einfach rundherum, überall, wo ich sie gerne haben möchte, entsprechend Planeten hin. Ich zeige euch das mal, wie es aussieht, wenn ich weiter bin. Nächster Planet, Unterfarbe, diesmal Orange Fire und Stonewall Grey als Oberfarbe. Da wechsle ich nochmal den Orangeton, das scheint so nichts zu werden. So, zweiter Versuch, versuchen wir es mal mit Orange Fire von Gamecolor. Gut, dann eben nicht, wir wechseln auf die GW-Farbe. Jetzt dann eben Trollslayer Orange in dem Fall. Das ist jetzt weit weg von einem perfekten Orange, soll aber an der Stelle nichts machen. Ist ja nur die Oberfläche vom Planeten. Das heißt, ich sprühe jetzt drüber, mache mein Muster drauf und schattiere und gebe wieder den Lichteffekt. So, zweiter Planet ist drauf. Und weiter geht's. So, mir ist jetzt gerade noch eine andere Idee gekommen, was ich mit diesem kleinen Fehler anfange, der hier entstanden ist. Wie ein Maler mit komischer Frisur jetzt sagen würde, er kriegt einen Tiny Little Friend. Das heißt, ich werde jetzt versuchen, einen zweiten Planeten einfach genau hier so hinzumachen, dass sich das überschneidet und dass er dann einfach sauber davor liegt. Vielleicht wie so eine Art Mond oder sowas in der Richtung. Das hat doch nicht schlecht geklappt. Das war ein bisschen zu viel, das probieren wir nochmal. Ich will jetzt noch was ganz anderes. Ich nehme ein Stückchen Schwamm und ein Grau und versuche das mal mit dem Schwamm aufzutupfen. Mal gucken, ob ich dann mehr Kontrolle habe. Planeten sind jetzt ausreichend drauf, in allen Richtungen. Was jetzt noch drauf kommt, sind ein paar Reflexionen von Sternen. Die mache ich mit Weiß. Und dazu habe ich mir jetzt gleich als Hilfsmittel hier so eine kleine Schablone ausgeschnitten. Das ist einfach ein ganz schmaler Streifen ausgeschnitten aus einem Blatt Papier. Und mit dem werde ich jetzt noch ein paar Lichtreflexionen machen. Damit ist jetzt das Sternenmuster fertig und auch die Planeten sind fertig. Jetzt geht es als nächstes an die Rauten. Und für die Rauten mache ich das gleiche wie vorhin. Ich schnappe mir wieder meinen Plotter und schneide mir Rauten aus. Und hier ist jetzt das Rautenmuster aus dem Schneideplotter. Das heißt, ich kann mir jetzt hier diese Rauten schnappen von meinem Aufklebematerial. So sieht das aus.
und kann die jetzt auf dem Modell platzieren. Ich habe das jetzt alles abgeklebt auf der Oberseite, man kann das erkennen. Ich weiß nicht, wie gut man das jetzt hier sieht, aber es sind im Endeffekt die Planeten großflächig abgeklebt, damit man die nachher noch sieht. Zwischendrin einzelne Rauten, um das Muster aufrechtzuerhalten. Und wie gesagt, nach wie vor, ich werde am Ende die Finnen in einem Knochenton hochziehen. Das heißt, auf die habe ich jetzt nicht so sehr geachtet beim Abkleben. Ist der Farbverlauf fertig. Jetzt kommt der spannende Moment. Ich bin jetzt selbst gespannt, wie das rauskommt. Ziehen wir mal ein paar von den Rauten ab. Die Maskierfolie ist ab und man sieht schon, es geht einiges ab auf dem Flieger. Das heißt, der ist jetzt auf der Oberseite soweit fertig. Jetzt mache ich auf der Unterseite noch die Maskierung, entsprechendes Rautenmuster dazu. Und dann geht es weiter mit den anderen Details. Die Maskierung ist wieder ab. Leider haben ein paar kleine Stellen ein bisschen gelitten. Das werde ich aber nachher gleich mit dem Pinsel ausbessern. Ansonsten, die Planeten sind schön sichtbar. Und das Muster ist auch erkennbar. Das Modell, ja, für ein Turnier schnell fertig werden soll, mache ich mir es bei den Gems ganz einfach. Ich benutze einfach die Technikfarben, in dem Fall Soulstone Blue, Spiritstone Red und Waystone Green, und die werden einfach auf eine silberne Oberfläche aufgetragen und trocknen dann glänzend mit einem recht schönen Gemstone-Effekt. Das heißt, ich brauche eine sehr helle metallische Oberfläche. In dem Fall benutze ich von Model Air Aluminium. Und gehe jetzt auf ein paar Gems drauf und mache die entsprechend silbern und danach in verschiedenen Farben bunt. Einige davon sollen auch rot werden. Um das rot zu bekommen, mache ich als Unterfarbe auch wieder eine Metallfarbe, aber in dem Fall einen Goldton. Das ist jetzt Gehenna's Gold. Ich trage das auf das Aluminium auf, weil es damit ein bisschen heller wird. Die durchtrocknen, trage ich gleich schon das Aquax Earth Shade auf die Finnen auf. Das war, wie male ich mir ein Planetenschema. Jetzt sind die drei Wraith Fighter auf jeden Fall einsatzbereit. Und da der eine ein bisschen andere Zauber können wird, ist es auch ganz gut, dass man die unterscheiden kann. Das war's. Bis zum nächsten Mal.